Ich spiele den Sascha Nowak, also ein Mitglied dieser Selbsthilfegruppe, ein gescheiterter, sehr trotzdem noch hoffnungsvoller, aber vom Leben gebeutelter Mann. Ich bin von meiner Ex-Frau einfach nur enttäuscht. Ich stand vor ihr und habe nichts gesagt. Vor einem Jahr hat sie mich verlassen. Sie ist jetzt mit einem mexikanischen Gitarristen unterwegs. Das ist der unglücklichste Haufen, den ich kenne. Wahnsinniger Verkehr, das muss man dazu sagen. Das ist das, was sich hier abspielt. Wahrscheinlich auch wegen diesen Dreharbeiten. Den Männern fehlt es an Gelegenheit. Das heißt, die könnten alle ganz tolle Heroes sein, hatten aber in ihrem Leben vor dieser Selbsthilfegruppe noch nicht die Chance, ihr Hero sein und ihren Mann, den sie alle in sich haben, in verschiedener Art und Weise zu beweisen, zu behaupten. Und in dieser Selbsthilfegruppe wird ihnen die Gelegenheit gegeben, wieder richtig ihren Helden, oder was heißt wieder, zum ersten Mal vielleicht auch, ihren Helden auszupacken und richtig stark ins Leben zu steigen. Dann gibt es den Rückblick in die 80er Jahre, wie wir uns kennengelernt haben. Das sieht man dann. Ich hoffe, dass man es sieht, wie gesagt, aber wenn es drinnen ist, würde ich mich sehr freuen. Und daran denke ich gern, weil das war einfach ein ganz neues Setting. Plötzlich alle haben wir dann diese 80er Jahre Klamotten angehabt und so. Und es wurde eine Disco aufgebaut in diesem Raum. Und die Musik, also es war. Das war ein sehr lustiges Erlebnis. Es ist ein sehr positiver Film. Es ist ein Film, der vollkommen ohne Zynismus auskommt, was selten ist, finde ich, bei uns. Und worum geht es im Leben? Es geht im Endeffekt nur um Liebe und Tod. Und Tod kommt Gott sei Dank nicht vor, meines Wissens. Also, aber dass einfach das Leben auch mehr hat und mehr ist als nur eine Liebesbeziehung, sondern es gibt die Männerfreundschaften, es gibt das, es gibt Sachen, die man tun soll und die ein Leben bereichern und die man auf jeden Fall auch verfolgen sollte. Und das hat er, glaube ich, gelernt, der Sascha Nowak. Also der ist schon am Anfang des Films 1,92 groß und am Schluss ist er mindestens 2,50. Manuel?